Und willkommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns weitere Wasserrouten an. So, werfen wir zunächst einen Blick auf die Karte, damit wir schauen können, welche Wasserrouten wir noch machen müssen. Die Karte, die ist hier. So, also wir könnten eigentlich die Seen anschauen. Das Wahrheitsufer können wir uns vielleicht anschauen. Fliegen wir mal zum Wahrheitsufer hin. Wer weiß, vielleicht finden wir ja was Mysteriöses. Gut, jetzt ist es ein bisschen nervig, dass wir durchs Gras müssen, wo lauter Schwein Pokémon auftauchen. Aber da müssen wir durch. Oder ist da überhaupt ein Gras? Nee, okay. Dann hat sich das Problem gelöst. So, wir kommen da nicht runter. Anscheinend können wir da erst später nach unten hin gelangen. Momentan ist hier der See ein bisschen zu niedrig vom Wasserpegel her, deswegen kommen wir hier nicht runter. Gut, dann suchen wir eine andere Wasserstelle. Hier waren wir schon. Route 202, da ist nichts. Hier waren wir auch schon, hier ist auch nichts. Außer in der Höhle vielleicht, da könnte eventuell was sein. Fliegen wir mal in die Höhle rein. Fliegen wir mal in die Höhle rein? Nein, gehen wir mal in die Höhle rein. In die Höhle reinfliegen wäre ein bisschen zu krass, ne? Wäre aber cool. Gut, wir sind in Jubelstadt. Jetzt müssen wir hier durchs wilde Gras gehen. Dammit! Ah, hier können wir surfen zum Glück, okay. Vielleicht können wir dadurch ein paar Pokémon aus dem Weg gehen. Mehr oder weniger, hier ist wieder ein großes Gras. Ja, es taucht ein Pokémon auf. Du bist kein würdiger Gegner! Geh mehr trainieren. Dann werden wir eines Tages vielleicht gegeneinander kämpfen. Da kommt sein Bruder, oder? Ist es sein Bruder? Nein. Flucht! Oh, Moment. Pizza. Okay, dann habe ich diese Höhle mit der Kraterhöhle verwechselt oder Kraterberg, was auch immer. Gut, dann fliegen wir zum. Dann fliegen. Warum soll ich immer fliegen? Dann radeln wir zum Kraterberg. Das ist ja zum Glück gleich in der Nähe, da müssen wir nicht extra so einen großen Umweg laufen. Oder fliegen in dem Fall. Jetzt kann ich das Wort fliegen mal sagen. Wechsle ich den Gang eigentlich? Nein! Ich habe es schon wieder getan. Das aktiviert sich immer, wenn ich auf die Umschalttaste komme, die auf der rechten Seite. Okay. Hier wären wir auch schon, hier können wir surfen. Kein wildes Pokémon. Hier tauchen bestimmt Golbats oder Zubats auf, hier im Wasser. Ja. Gut, ich fliehe natürlich. Gegen das kämpfen wir Zeitverschwendung. Gut, hier haben wir ein Item. Bitte lass es ein gutes Item sein. Protein. Naja, okay. Ich bin nicht so begeistert von der Protein. Item-Sache, klar, die und den Angriff, aber ich bin nicht so begeistert davon. So, was erhöhen wir denn? Kampffalke. Ach ja, übrigens, stimmt, ich muss ja noch bei der Pension vorbeischauen. Ich habe da nämlich was herausgefunden, was wir machen können, oder was wir bekommen,
Und zwar ist es sehr praktisch, denn wir bekommen dadurch wir bekommen ein Update für unser Pocket, was für unsere Situation gerade richtig nützlich ist. Ich zeige es euch dann einfach mal. Fahren wir jetzt mal zum Dingens, ne? Zum, ihr wisst schon. Aber hier ist noch Wasser. Können wir da runter? Ja, wir können da runter. Gut, dann surfen wir auch gleich. Kein wildes Pokémon. Es taucht bestimmt eins auf. Es wäre ein Wunder, wenn jetzt keins auftauchen würde. Goldini, glaube ich. Enton, okay. Enton, immerhin keine Tentaras. Tentaras sind die Nervensägen auf dem Wasser. Tschüss, du hast nur Level 20. Geh trainieren. Und werde ein Enteron. So, hier ein Trainer. Hihi, zuerst werde ich dich einholen und dann an Bord ziehen. Aber wir sind doch gar nicht auf dem Schiff. Schmerbe. Interessant. Gibt es hier eigentlich wilde Schmerbes hier in dieser Region? Es gibt bestimmte Pokémon, die haben die Trainer, die kann man allerdings erst nach der Liga fangen. Und ich glaube, Schmerbe ist eins davon. Nicht verwirren. Verwirre nicht den Kaiser oder den Imperator von Frankreich. Danke. Ich muss mal schauen, was Napoleon war. War er ein Kaiser oder ein Imperator? Oder beides. Kann ja auch sein. Man kann ja auch Kaiser und Imperator sein. So, Gyarados. Natürlich werde ich hier wechseln zu Frau Löwe. Das ist Frau Löwes Lieblingsarbeit. Wasser- und Flug-Pokémon ausschalten. Die Mega-Entwicklung von Gyarados ist, soweit ich weiß, ein Drachentyp. Aber wir sind ja nicht in der sechsten Generation. Die kommt erst später. Ungefähr nach dem Schwarz 2 Let's Play. Gut, Funkensprung. Falls ich hier mal so eine Armbewegung mache, das mache ich immer deswegen, weil ich mein Mikrofon stumm schalten muss. Aus dem Grund, weil ich ständig räuspern muss und das versuche ich zu vermeiden, indem ich mich stumm schalte. Deswegen seht ihr manchmal diese Handbewegung. Zurückhaltung ist mein Lieblingswort. Okay. Natürlich möchte ich Surfer einsetzen. Was ist denn das für eine Frage? Glaubst du, ich möchte hier auf dem Wasser verrecken oder was? Oder an der Wasserseitendingens außerhalb des Wassers? Ach, am Wasserrand, ihr wisst schon. Ich glaube, das war's auch für die Wasserroute. Ich werde jetzt zurückfliegen nach, wie ist die Stadt? Elysis, glaube ich. Und werde das Update für meinen Pocket abholen. Ah, ja, Trosio ist die Stadt, okay. Elysis ist ja die Stadt nördlich von Trosio, stimmt. Ich lerne noch die Städtenamen. Eines Tages werde ich die Städtenamen kennen. Es dauert zwar seine Zeit, aber dann kann ich die Städtenamen. So, ist mein Ponyta fertig? Charmian geht es prächtig. Die beiden mögen sich nicht sehr. Aber das hindert euch nicht daran, dass ihr euch nicht paart oder dass ihr euch paart. So kriegen wir das Update von dem Typen. Findest du die Poketch-Pension auch so toll wie ich? Ich habe hier etwas sehr Nützliches. Das Neueste von der Poketch-Gesellschaft. Zubehör für den Poketch. Und es wurde in Zusammenarbeit mit der Pokémon-Pension erstellt. Da du die Pokémon Pension auch so toll findest, schenke ich es dir. Pensionprüfer. Der Pensionprüfer zeigt die Pokémon, die in der Pension gelassen wurden. Ich wechsle schnell den Bildschirm. Momento. Gleich haben wir es. So. Ich hoffe, es passt. Dann schauen wir uns das mal an. Halt, da war es gerade. Ach, verdammt.
für ein Kanal ist denn das? 7, 8, 9, Kanal 10, okay. Gut, hier sieht man die Pokémon, welches Level sie erhalten haben durch die Pension. Unser Charmian und unser Ponita. Und wenn sie ein Ei bekommen haben, ist hier in der Mitte ein Ei zu sehen. Und ich hoffe, das wird doch bald der Fall sein. Ich lasse dieses, ich lasse dieses so mal draußen im Poketch, damit wir sehen können, wann unser Ei fertig ist. So, ich hoffe, es passt so. Na, vielleicht ein bisschen weiter nach oben. So, so passt's, okay. Gut, dann gehen wir raus aus dem Haus. Ich hoffe, die paaren sich. Wir haben denen schon sehr viel Zeit gegeben. Und die mögen sich ja nicht besonders. Ich frage mich, ob das vielleicht den Verlauf hindert oder verlangsamt. Ich weiß nicht. Gut, was gibt es denn hier noch für Wasserrouten? Hier ist noch eine in Weiteburg. Da ist eine Meeresroute sogar. Da gibt es auch noch ein paar Wassertrainer. Gut, und zwar muss ich jetzt mich erstmal am Rücken kratzen, weiß der Juckt. Ich bin ja ein Gamer, ne? Ich dusche mich ja nur ein paar Wochen lang. Also wochenlang dusche ich mich natürlich nur. Deswegen juckt es hier. Und jetzt muss ich aufs Meer raus. Und das befindet sich natürlich hier am Strand. Ist ja logisch. So, genau, hier können wir surfen. Hier gibt es auch viele Trainer, glaube ich. Hier war ich schon einmal. Und das nachts. Nachts ist es hier wunderschön, hier zu surfen. Leider ist es jetzt tags. Ich hätte vielleicht den Part am Abend oder nachts aufnehmen sollen. Hier ist es echt schön, wenn man abends oder nachts, ja, ist. Ein Windgall. Langweilige Pokémon aus der dritten Generation, aber immer noch besser als Tentara. Vielleicht hätte ich einen Schutz mitnehmen sollen, ich meine, wir surfen nicht besonders schnell. Hier geht es nicht weiter, oder? Natürlich. Gut, aber ich rieche ein verstecktes Item. Erstmal muss ich diesen Kampf hier beenden. Alles klar. Gut, hier ist bestimmt ein verstecktes Item. Sonst, warum werden der Punkt denn da? Der ist bestimmt nicht umsonst hier. Nein. Nein, hier ist nichts. Keine Items. Warum ist denn dann dieser Punkt da? Hier ist gar nichts. Das ist merkwürdig. Verdammte Axt. Jetzt bin ich aber demotiviert. Ich dachte, hier wäre ein Item. Und da ist gar keins. Wie traurig ist das denn? Windgall. Windgull. Windgall, Windgull. Was auch immer. Ich sag Windgall. Ich habe mal die TV-Serie gesehen und da wurde gesagt, Windgall heißt das Pokémon. Aber das war schon ewig her, wo ich diese gesehen habe. Da war ich noch jung. Sehr jung. Und jetzt bin ich ein Mittelalter. Mittelalterlicher Typ mittleren Alters. Okay, fast mittleren Alters. Okay, junger, mittlerer Alter, was auch immer. Ein 21-Jähriger. So, kurz und knapp. Boah, hier ist ganz schön viel los. Und hier ist eine Schwimmerin. Überfall, gib mir dein Geld. Hä, wie schwimmt die denn? Hast du ein Problem? Soll ich dir helfen? Hi, wellenreitender Trainer. Wie wäre es mit einem Kampf im Wasser? Sehr gerne, ich setze mein Feuer-Pokémon im Wasser gegen dich ein. Macht Sinn, nein. Ich habe nicht mal ein Feuer-Pokémon, Ironie off. Noch nicht. Mein Ponita will nicht schlüpfen. Oder will, die wollen sich nicht, ihr wisst schon was machen. Ich muss wechseln. Ich kämpfe nicht gerne gegen Wasser-Pokémon mit einem Wasser-Pokémon. Sondern ich kämpfe gerne mit Elektro-Pokémon gegen Wasser-Pokémon.
Blockstrahl. Müsste nicht so viel abziehen. Ein Achtel vielleicht. Ja gut, das war ein Volltreffer. Funkensprung. Mann, die Flinkklaue. Die Shinox-Flinkklaue. Kriegt ja unser Pokémon, seit es ein Shinox ist. Oder war. Jetzt ist es ja ein Luxtra. Zumere, die Entwicklung. Endlich mal was Stärkeres. Ich weiß die Werte von der Zumere nicht. Ich schätze, es hat viele KP. Aber mehr auch nicht. Ja, es hat viele KP. Es hat sehr lange gedauert, bis der Balken auf 0 heruntergegangen ist. Das war eine ziemliche Lehrstunde. Ich sehe immer noch kein Ei hier rechts im Pocket. Das ist sehr schade. Ah, Windgals! Können da keine anderen Wasser-Pokémon auftauchen? Warum immer nur Windgals? Windgal hier, Windgal da. Hin und ab und zu mal ein Tentacher, aber dann auch wieder ein Windgal. Das ist langweilig. Du reist allein? Das ist beeindruckend. Wie wäre es mit einem Kampf? Zwei Pokémon, okay. Kann man diese Route als Wasserroute bezeichnen? Ich glaube eher nein, weil die befindet sich ja an einem Strand. Allerdings kann man das auch als Wasserroute zählen, da auch größtenteils Wasser auf dieser Route ist. Sagen wir, das ist eine halbe Wasserroute. So, wenn sich mein Pokémon am Ende des, also bis zum Ende des Parts noch nicht gepaart haben, werde ich einen Trick machen, mit dem es hoffentlich schneller geht. Und zwar kann man damit auch seine Pokémon leicht leveln. Den Trick, den kann man auch in der dritten Generation machen, allerdings nicht in der Smaragd-Edition. Und wie es geht, werde ich euch zeigen, wenn wir noch kein Ei am Ende des Parts haben. Das ist voll langweilig. Ich brauche eine Herausforderung. Immer nur schwache Pokémon und immer dieselben. Deswegen mache ich die Pearl und die Diamant Edition nicht so besonders. In anderen Generationen ist es viel entspannter. Oder beziehungsweise viel cooler, weil da mehr Abwechslung ist. Wie zum Beispiel in der ersten Generation, da gibt's, da setzen manche ein paar Starter-Pokémon ein. Bisasam zum Beispiel, oder Glumanda, oder sogar die Entwicklungen. Aber hier ist es selten der Fall, dass ein Starter eingesetzt wird. Und was ich gerade mache, ist, ich suche nach versteckten Items, deswegen hole ich das Itemradar kurz raus. Hier ist nichts, schade. Ich muss wieder wechseln. Mache ich, während ich laufe. Jetzt. Gut, hier unten können wir noch hin oder rein, was auch immer. Kein wildes Pokémon. Und wenn es eins ist, dann bitte ein starkes Wasser-Pokémon. Welser zum Beispiel. Ich schwimme das ganze Jahr über. Im Meer verliere ich keinen Kampf. Ach ja, dann ist es dieses Mal dein erstes Mal. Garados. Gut, Garados ist die nicht nervige Version von Carpador.
Aber wir haben Garados schon häufig gesehen in diesem Part. Obwohl es so viele Wasser-Pokémon gibt, naja. Egal. Frau Löwe, komm her. Und Funksprung. Kämpfe sind mittlerweile nicht mehr so spannend, weil wir fett überlevelt sind. Aber wie gesagt, am Ende des Parts werden wir ein fünftes Team-Pokémon haben, was wir trainieren können. Und dann ist es nicht mehr ganz so langweilig. Wenn es, wenn es Ponyta ist, dorthin keine Eier, werde ich den Trick einsetzen. Wenn der Trick nicht funktioniert, werde ich auf das Pokémon mit der Spezialattacken, mit der Spezialattacke, die es erlernen soll durch Chain Breeding, werde ich die Attacke einfach nicht erlernen lassen, sondern einfach eine andere nehmen. Die Attacke, die ich erlernen lassen möchte, ist eigentlich auch nicht so gut, ja. Also ich kann auch darauf verzichten. Warum ich das jedoch mache in diesem Let's Play, ist ganz einfach. Ich will es einfach mal vorführen, wie man seinem Pokémon Attacken beibringt, die sie normalerweise nicht erlernen würden von selber. Hast du nur Garados? Erbärmlich. Statt Kapadors hat er nur Garados. Das ist genauso nervig. Ich weiß, Garados sind schon ein bisschen herausfordernder, aber immer noch so langweilig wie Kapadors. In der ersten Generation wäre es ein bisschen anders. Da sind Garados noch sehr OP, aber in der vierten nicht mehr. Gut, ich sehe rechts immer noch kein Ei. Das ist blöd. Tentoxa. Mann, was anderes. Sehr schön, ich bin begeistert. Wie hoch ist die Chance, dass Tentoxas auftauchen? Wahrscheinlich nicht sehr hoch. 5% oder sowas. Aber immerhin besser als Tentaras. Ein Item. Item, bitte eine TM. Top-Beleber. Gut, hier geht's nicht weiter, wir müssen hier nach Norden, hier nach Norden geht's leider nicht weiter, denn hier ist ein Berg im Weg, das heißt, wir müssen wieder zurück. Gut, ich bin ein bisschen still in dem Part, fällt mir gerade so auf. Naja, es gibt nicht viel zu erzählen. Ich meine, Wasserrouten sind nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Deswegen bin ich hier ein bisschen schweigsamer als sonst. Und mir fallen auch keine Themen ein, die wir gerade reden können. Ich meine, Shogun 2 läuft bei mir wieder. Team Fortress 2 auch. Ich kann höchstens so Smalltalk betreiben. Aber das ist eher sinnlos, finde ich. Reden wir mal über Bäume. Kennt ihr verschiedene Bäume? Nein. Brr, es wird langsam kalt. Ein Sieg würde mich sicher aufwärmen, achso. Die bewachen ein Item. Ob das eine TM ist? Hoffentlich. Enteron. Das ist bestimmt das Enton, was wir vorhin begegnet sind, in wilder Laufbahn. Dann hat dieser Trainer es gefangen und in 5 bis 10 Minuten auf Level 30 hoch getrainiert. Und es hat sich dann mit Level 30 entwickelt, was auch logisch ist, denn Entorons entwickeln sich ja mit Level 30, ne? Ne, ich glaube Entorons entwickeln sich mit Level 32 zu Entorons oder 33, bin mir nicht sicher, eins von beiden wird es sein. Entschuldigung.
Ein weiteres Enteron. Irgendwie setzen die meisten Trainer immer zwei gleiche Pokémon ein. Fällt euch das so auf? Mir fällt es sehr extrem auf. Vorhin waren es Garadosse, jetzt sind es Enterons. Und dann war noch einer, der hat einen Azurill. Der hatte einen Meryl und einen Azumarill. Das sind auch fast dieselben Pokémon. Also total langweilig, wenn man es so will. Die Kühle des Meeres und die Kälte der Niederlage. Ein doppeltes Problem, Gehen wir erstmal hier nach Süden. Wir haben ja noch kein Ei zu sehen. Mensch, seid nicht so schüchtern. Muss ich Chefkoch arrangieren, damit er ein Lied vorsingt oder was? Damit ihr es endlich macht oder warum wollt ihr nicht? Die sind einfach nur schüchtern. So, verstecktes Item. Ist hier ein verstecktes Item? Moment. Itemradar, komm her. Gleich haben wir es, Moment. Dauert nur 3 bis 4 Stunden. So, da hätten wir es. Kein Item? Warum ist dann dieser Ort hier? Wenn da kein Item ist. Sehr komisch, naja. Also, die Level meiner Pokémon steigen, aber sie wollen einfach nicht. Mein Ponyta hat Level 28, mein Charmin Level 31. Gut, dann ist hier noch eine Trainerin und ein Item natürlich. Hallihallo, möchtest du nicht schwimmen? Nö, keine Lust. Meryl, ich wette, die hat wieder einen Meryl und einen, dann kommt ein Azumarill oder ein Azurill oder ein Meryl. Eines von dreien wird sein. Also das zweite Pokémon von ihr meine ich. Entweder ist der zweite von ihr ein Azurill, ein Azumarill oder ein Meryl. Regentanz erhöht die Stärke von Wasserattacken. CC Cleaner Updates, a new version of CC Cleaner, blablabla, is available for download, okay? Und erreicht Frohlöwe Level 40. Jetzt muss ich ein bisschen Spannung aufbauen. Und was glaubt ihr? Erreicht Frohlöwe jetzt Level 40? Ich glaube nein. Und? Spannung? Nein. So, jetzt kommt nochmal ein Meryl, glaube ich. Oder? Pelipper, wow, was anderes. Pelipper, sind wir noch gar nicht begegnet. Die Entwicklung von Wingull. Oder sind wir Pelipper schon begegnet? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. So, jetzt erreicht es aber Level 40. Pelipper müsste eine Menge EP geben, jawohl. Und erlernst du eine neue Attacke? Donnerzahn vielleicht? Nein. Gut, schnappen wir uns das TM oder dieses Item, was auch immer. Und fliegen zurück. Ein Wasserstein. Also wenn ihr einen Wasserstein braucht, dann geht hier auf diese Route, dann findet ihr einen. Gut, dann werde ich jetzt diesen Trick machen. Ich hoffe, es klappt. Und wenn nicht, dann werde ich einfach auf die Attacke verzichten. Denn meine Pokémon sind anscheinend schüchtern. Dann werde ich das Ponyta ins Team nehmen, was wir gerade bei uns haben.
Gut, okay, der Trick ist ganz leicht. Man geht mit einem Pokémon in die Pension und während die leveln. Es ist ja so, wenn man in die Pension geht, dann bekommen sie Erfahrungspunkte in Höhe der Schrittanzahl. Ja, das heißt, wenn man einen Schritt läuft, kriegt ein Pokémon einen Erfahrungspunkt. Und dieser Trick ist jetzt folgendes. Und zwar erlaubt dieser Trick einem, dass man unendlich Schritte gehen kann. Und zwar geht man einfach hier hoch. Ja, die ganze Zeit hier hoch. Man kann es auch mit dem Fahrrad machen. Mit dem Fahrrad müsste es, glaube ich, schneller gehen. Ja, ist es auch. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Es ist vielleicht ein bisschen schneller. Und jetzt macht man es so, man legt ein, ja, man legt was Schweres auf seinen DS und tut damit die nach oben Taste dauernd drücken lassen, sodass sie dauernd aktiviert ist und man ständig nach oben läuft und dadurch leveln die Pokémon häufig oder sehr effektiv. Leider dauert es seine Zeit, man muss den DS an dem Akku anstecken, weil sonst der Akku wahrscheinlich leer gehen wird und ja. Also das ist dieser Trick. Das geht auch mit der dritten Generation, jedoch nicht in der Smart Edition. Und zwar geht es nicht in der Smart aus dem Grund, weil man ständig angerufen wird von Trainern und deswegen geht es nicht. Und ja, man kann diesen Trick nebenzu machen, während man Fernseh schaut zum Beispiel. Und ja, man kann dadurch seinen Pokémon nebenbei trainieren. So kann man sich auch den Pokéwalker ersparen. Ja, also das ist dieser Trick. Den werde ich jetzt, glaube ich, nicht machen können, da mir die Speed-Taste fehlt und ich keine Zeit dafür habe. Okay, dann machen wir es folgendes. Ich verzichte jetzt auf das gechainbreedete Pokémon und werde jetzt dieses Ponyta ins Team nehmen. Also, dann grüße ich dich schon mal in meinem Team, Ponyta. Die Attacken sind Roten Schlag, Glut, Stampfer und Feuerwirbel. Dann gehen wir mal mit diesem Ponyta zum Attackenhelfer. Ich hoffe, wir haben noch eine Herzschuppe übrig. Wenn nicht, dann ist es leider sehr schade. Der müsste hier südlich sein. Wir waren hier da auch schon vor kurzem, um unser Charmian Hypnose beizubringen. Ich wollte eigentlich Hypnose Chain Breeding, sodass mein Ponyta dann die Attacke Hypnose beherrscht. Das ist ziemlich gut, weil Ponyta hat eine hohe Initiative und mit der Hypnose hat man quasi die Chance, den Gegner sofort einschläfern zu können und dann kann man den Gegner eigentlich ganz leicht ausschalten. Ja, leider geht es leider jetzt nicht, weil meine zwei Pokémon so schüchtern sind. Okay, ich habe leider keine Herzschuppe, das heißt, wir müssen auf die Zusatzattacke verzichten. Gut, dann werde ich das Ponyta jetzt einfach ins Team nehmen, ohne irgendwelche Bonusattacken. Haben wir denn ein paar TMs, die wir ihm beibringen können? Dunkelklaue. Ich muss mal in meinem Moveset nachschauen, jetzt möchte ich jetzt allerdings nicht nachschauen, da ich extra auf dem Server wechseln muss und das dauert seine Zeit und ich glaube, das mache ich erst im nächsten Part. Gut, ich fliege jetzt nach Schlaide aus dem Grund, halt nein, Moment, erstmal muss ich mein Pokémon benennen. Nach Schlaide fliege ich erst später hin, denn in Schlaide bekommt man viele TMs, wie zum Beispiel Feuersturm durch den Markt oder durch Spielhalle. Verdammt, ich habe mich vertippt. Scheißen nicht. Also gut, fliegen nach. Wo ist denn der Attackenelf? Der Name wird sich. Ich glaube, in Ewig genau war der, ne? Ja, genau. Gut, der muss in einem Haus irgendwo sein. Welches Haus, weiß ich gerade nicht. Hier vielleicht? Bist du der Attacken? Ne, das müsste der sein, glaube ich, ne? Jawohl, ich bin so gut.
Gut, ich benenne meinen Ponyta um in Angry TS. Ich mach's mit der Maus, sonst vertippe ich mich wieder. R, Y, TS. Warum Angry TS? Ganz einfach, schaut das obere Bild an und ihr wisst warum. Gut, ich werde jetzt diesen Part beenden und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn ich meinen Ponyta ein paar Attacken beibringen werde. Und wir werden es dann trainieren auf dieser Sumpfroute hier. Das allerdings erst im nächsten Part. Gut, dann wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, macht's gut, euer Anka. Ciao.